Der erste Eindruck von der Maschine war die Joystick. Die Joystick arbeitet hervorragend. Sie ist leichtgängig, sie ist sehr, sehr präzise und es ist angenehm, sie in der Hand zu führen. Die neue M-Serie macht den Unterschied gegenüber den Wettbewerbern. Die Leichtläufigkeit, das Handling, der Komfort in der Kabine und natürlich auch der Spritverbrauch, der wo enorm Unterschiede macht. Der Eindruck von der Maschine ist halt, mit mehr Technik ist sie ausgestattet. Also mehr Neuerungen mit Display, Touchscreen und sie hat halt ein bisschen mehr Kraft im Gegensatz zu kleineren Maschinen oder gleichwertige von anderen Fabrikaten. Vågen är väl det jag har använt mest egentligen där och det fungerar bra. Det är lätt att nollställa och lätt och man kan ju programmera den så att en last efter ett visst antal ton färdig last och det har fungerat bra. The new touchscreen inside is very smart, especially for telling you messages, errors or stuff like that. It explains rather than just having a symbol that you have to check up yourself to see what it means if you're not too sure. It actually has it written on there so you understand more what's up with the machine. Der Eindruck aus der Kabine ist gut, weil man hat elektrische Parkbremse, man hat eine Joystick-Lenkung, einen besseren Sitz, eine gute Wärmeverglasung. Mein erster Eindruck vom Geräuschpegel der Maschine ist, dass er gegenüber den Vorgängermaschinen deutlich leiser ist. Ist die Schwingung gegenüber den H-Modellen und zwischen 20% und 30% weniger und angenehmer zum Arbeiten als mit den Vorgängermodellen. Ja, jag är glatt överraskad för jag har ju aldrig kört med enspaksystem utan det har ju varit två, tre eller fyra spakar. Och det här är ju efter ett tag så tycker jag det fungerar jättebra och det är smidigt. Der Sitz ist eigentlich in dem Fall gut, weil man kann die Armlehne einstellen, man kann Rückenlehne, im Prinzip alles einstellen, wie groß, wie klein, wie schwer, wie leicht man ist. Die Bedienfreundlichkeit ist ja alles leicht zu bedienen, auch die Waage oder sonst was. Die Joystick-Lenkung, die ist eigentlich relativ gut, weil man hat alles an einer Hand, vorwärts, rückwärts, Gänge schalten. Also man kann sehr gut mit den Arbeiten, sehr fein, sehr filigral und man hat ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und da muss ich sagen, das hat also Caterpillar sehr gut hingebracht mit denen, dass du das wirklich gut arbeiten kannst mit denen. Es macht Spaß. Meiner Meinung nach ist die Sicht beim Radlader durch die gute Rundumsicht beim Laden sehr gut. The access to and from the cab is very good. It's made a lot easier with a switch on the outside to open the door for you. Ja, den är ju bättre både framåt och bakkameran fungerar bättre och skärmen sitter inte i vägen. Så den är ju bättre både framåt och bakåt. J'aime cette machine parce qu'elle est rapide, précise et beaucoup de force. Avec cette machine, on a beaucoup moins de consommation pour un travail équivalent à une machine supérieure. Mein Eindruck über das Getriebe dieser Maschine ist diese Leichtläufigkeit und diese Power, die sich die Maschine entwickelt, besonders beim Bergauffahren, ist hervorragend. Ein anderer Vorteil ist die große Schaufel. Da passt ordentlich was rein, die geht gut ins Haufwerk und der große Effekt kann sein, dass man mit weniger Ladespiele zum gleichen Ergebnis kommt durch diese große Schaufel. Und die Schaufel kriegt ja auch das Fahrzeug auch richtig hoch, weil der Motor über mehr Leistung bringt. Om man kör på full automatik där så växlar han ju ner till ettan själv och han växlar ju upp ända upp till femmans växel och det fungerar bra. Lock-upen fungerar jättebra där. La productivité de cette machine est importante, est augmentée malgré sa baisse de carburant.